Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über 5 Punkte, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt. Da ich persönlich mittlerweile schon lange Haare habe, wie man sehen kann, vergesse ich manchmal vollkommen, dass manche von euch da draußen noch gar nicht so weit sind. Dass manche von euch da draußen sich vielleicht gerade erst in der Wachstumsphase befinden oder gerade erst überlegen, ob sie sich überhaupt lange Haare wachsen lassen oder halt nicht. Aber ich lese immer fleißig eure Kommentare, egal ob es jetzt bei YouTube, Facebook oder Instagram ist. Und ich möchte natürlich auch so gut es geht auf eure Wünsche eingehen. Und das möchte ich jetzt auch in diesem Video machen. Deshalb habe ich für dieses Video 5 wichtige Punkte herausgesucht, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du dir gerade deine Haare lang wachsen lässt, beziehungsweise wenn du gerade vorhast, deine Haare lang wachsen zu lassen. Bevor es mit dem Video losgeht, aber noch ein kleiner Hinweis. Ich würde mich mega freuen, wenn du Teil meiner Community wirst, falls du es noch nicht bist. Dazu musst du einfach nur auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Lust hast, kannst du mir natürlich auch selbstverständlich gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit-Posts. Also ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du Teil meiner Community wirst und wenn meine Community hier auf YouTube und auf Instagram weiter wächst. Punkt Nummer 1, sei auf den negativen Bullshit vorbereitet. Wenn du deine Haare lang wachsen lässt, ja, dann wirst du irgendwann in diese Übergangsphase kommen, wo du mehr oder weniger beschissen aussiehst. Sagen wir mal, eher mehr als weniger. Und diese Übergangsphase, die kannst du halt nicht vermeiden. Und da kann ich dir jetzt schon versprechen, da wird negativer Bullshit auf dich einprasseln. Gerade wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst oder zur Schule gehst oder wenn du mit Freunden unterwegs bist, ja, da wird jeder irgendeinen Kommentar ablassen. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt die Leute juckt, wie deine Frisur aussieht, aber ich schwöre dir, die Leute werden irgendwelche Kommentare hinterlassen bzw. irgendeinen Bullshit ablassen und da wird aus jeder Ecke irgendein dummer Spruch kommen. Junge, du siehst aus wie ein Handfeger. Geh mal zum Friseur, Alter. Bist du ein Mädchen oder was? Alter, das sieht echt nicht mehr schön aus da oben auf dem Kopf. Digga, jetzt mal ernsthaft. Geh mal bitte zum Friseur. Shut the fuck up, Leute. Wenn du deine Haare lang wachsen lassen möchtest, ja, dann lass sie lang wachsen und basta. Also jetzt mal wirklich, wenn du Bock auf lange Haare hast, ja, dann lass sie einfach lang wachsen, ja. Und scheiß auf dein Umfeld, in Anführungsstrichen. Denn es werden immer irgendwelche Leute um die Ecke kommen, die sagen, ey, ich finde dich nicht cool mit langen Haaren, deine lange Haare stehen dir nicht oder was auch immer. Aber wenn du Lust dazu hast, dann lass sie einfach wachsen. Auch wenn deine Eltern zum Beispiel oder dein Umfeld, dein engstes Umfeld, deine Eltern, deine Freunde, vielleicht auch deine Oma, ja, die sagt, ey, du siehst aus wie ein Mädchen, so, schneide doch mal bitte deine Haare ab. Keiner kann für dich das entscheiden, ja? Das sind deine Haare, du kannst tun und lassen, was du möchtest mit deinen Haaren. Und wenn du für dich entschieden hast, dass du lange Haare haben möchtest, weil du einfach Lust drauf hast, dann mach es. Du lebst ja nicht das Leben von deinen Freunden oder von deinen Eltern oder von deiner Oma, ja? Also von daher lass dich da nicht beirren und was ich dir damit sagen will, ist einfach, dass du dir auf jeden Fall ein dickeres Fell aneignen solltest, weil diese Sprüche, dieser negative Bullshit wird auf jeden Fall kommen, kann ich dir versprechen. Und by the way, falls du dich da draußen gerade in der Übergangsphase befindest, ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie du diese Übergangsphase einfach ein bisschen besser überstehen kannst, kannst du hier oben gerne mal abchecken. Punkt Nummer 2, den du beachten solltest, passt die Frisur überhaupt zu deinem Gesicht? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du dir auf jeden Fall vorab stellen solltest. Ich habe zu diesem Thema auch schon mal 2 Videos gemacht. Zum einen, welche Gesichtsform man selber hat. Ja, man sollte erstmal herausfinden, welche Gesichtsform man hat, damit man anschließend herausfinden kann, welche Frisur zu einem passt. Ja, also falls sich diese Videos interessieren, kannst du die hier oben auf jeden Fall auch gerne mal auschecken. Glücklicherweise ist beim Man-Bun so, dass fast jede Gesichtsform zum Man-Bun passt, beziehungsweise der Man-Bun fast zu jeder Gesichtsform passt. Es gibt halt meiner Meinung nach 3 ideale Gesichtsformen für einen Man-Bun. Das ist zum einen die ovale Gesichtsform, die auch ich habe, zum anderen die dreieckige Gesichtsform, als auch die quadratische Gesichtsform. Also die 3 Gesichtsformen passen meiner Meinung nach perfekt zu einem Man-Bun. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass zum Beispiel ein rundes Gesicht nicht zu einem Man-Bun passt. Also ein rundes Gesicht passt natürlich auch zu einem Man-Bun, aber da solltest du vielleicht dir einen Bart wachsen lassen dazu, als Beispiel. Ja? Weil wenn du ein sehr rundes Gesicht hast und dann vielleicht auch ein bisschen Bart dazu hast und den Man-Bun oben hast, dann gibt das deinem Gesicht einfach so ein bisschen mehr Proportion und so ein bisschen mehr Dimension. Dann siehst du nicht mehr komplett rund aus, sondern dann ziehst du die Proportionen ein bisschen in die Länge, was nachher einfach ästhetischer aussieht. Dementsprechend ist es auf jeden Fall sinnvoll zu wissen, welche Gesichtsform man hat und dementsprechend kannst du dann auch deine Frisur passend auswählen. Punkt Nummer 3, den du auf jeden Fall beachten solltest, ist deine Ausgangssituation. Ich bekomme super oft die Frage gestellt, Daniel, wie zur Hölle lasse ich denn am besten meine Haare lang wachsen? Ja, ich habe zum Beispiel oben längere Haare oder habe einen Undercut, die Seiten kurz, oben lang. Schneide ich jetzt alle ab und lasse sie dann komplett wachsen?
oder lasse ich sie einfach stumpf wachsen? Wie kann ich das am besten machen? Leute, ich kann dazu nur sagen, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Also ich persönlich habe es halt so gemacht, das habt ihr wahrscheinlich auch in meinen YouTube-Videos gesehen. Ich hatte meine Seiten auch relativ kurz und meinen Decker etwas länger und habe dann einfach stumpf meine Haare lang wachsen lassen. Hat man vermutlicherweise auch in den Videos gesehen. Ich sah teilweise echt beschissen aus, ja, kann man nicht anders sagen. Aber diese Übergangsphase, die wirst du sowieso haben. Ja? Egal, ob du deine Haare komplett kurz schneidest, sagen wir so, du schneidest dir eine Glatze und dann lässt du von der Ausgangssituation Glatze deine Haare lang wachsen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass du diese beschissene Übergangsphase irgendwann hast. Ja? Die Haare sind an den Seiten nachher irgendwann so und du kannst sie halt noch nicht zum Man-Bun machen. Und das ist halt so, wie es ist. Ja? Da kann man nichts ändern. Deshalb ist es aus meiner Sicht vollkommen egal, wie du deine Haare lang wachsen lässt. Ob du sie erst auf eine gewisse Länge schneidest oder auch komplett kurz schneidest und dann lang wachsen lässt. Wichtig ist einfach nur, dass du beachten solltest, welche Ausgangssituation du hast und welche möglichen Probleme dann dementsprechend auf dich zukommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie lange willst du deine Haare wachsen lassen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die du dir vorab auf jeden Fall stellen solltest. Willst du zum Beispiel dir nur ein Man-Bun machen? Willst du deine Haare bis zum Schultern lang wachsen lassen? Bis zu deinen Nippeln lang wachsen lassen? Oder vielleicht sogar bis zum Arsch? Ja? Also diese Frage solltest du dir vorab auf jeden Fall stellen. Denn es ist viel, viel einfacher, ein Ziel zu erreichen, wenn du dieses Ziel immer vor Augen hast. Wenn du zum Beispiel schulterlange Haare haben möchtest, als Beispiel jetzt, ja, dann druck dir einfach 4-5 Bilder aus mit coolen Frisuren, mit schulterlangen Haaren und diese Bilder schaust du dir einfach tagtäglich an, ja, oder mach sie auf dein Smartphone als Hintergrund, was auch immer, damit du die immer vor Augen hast. Und wenn du dieses Ziel immer vor Augen hast, ist es viel, viel einfacher, dieses Ziel auch zu erreichen. Es kann natürlich aber auch sein, dass diese Ziele sich so ein bisschen verschieben. Das war zum Beispiel bei mir so. Ich hatte das Ziel, ich wollte mir unbedingt einen Man-Bun binden können. Ja? Und dieses Ziel hatte ich dann irgendwann erreicht, nachdem ich die beschissene Übergangsphase überstanden hatte. Und dann habe ich mir einen Man-Bun gebunden, aber das hat sich für mich irgendwie nicht so cool angefühlt. Ja? Also ich konnte mir zumindest einen Man-Bun machen, ja? Das Ziel war erreicht, aber an den Seiten sind noch Haare rausgeflogen. Oder das hat einfach nicht gepasst und ich habe so das Gefühl gehabt, so nee, so irgendwie fühlt sich das noch nicht cool an. Ja? Und dann habe ich einfach meine Haare noch weiter wachsen lassen, ja, weil ich habe gedacht, so ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einfach abschneiden? Ich war auch kurz davor, dass ich sage, hey, weißt du was, ich schneide, glaube ich, in 3-4 Monaten ab. Aber ich habe dann einfach wachsen lassen und umso länger meine Haare geworden sind, umso besser hat es sich für mich angefühlt, ja. Umso besser konnte ich mir den Man-Bun binden. Aber wie gesagt, wichtig ist nur, dass du dir ein Ziel setzt und das am Ende des Tages dementsprechend auch erreichst. Kommen wir zum nächsten Punkt. Welchen Style möchtest du haben? Wenn du dein Ziel erreicht hast, ja, egal was es jetzt für Haare sind, ob es jetzt schulterlange Haare sind, Haare bis zum Nippel oder arschlange Haare, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dann musst du halt auch überlegen, welchen Style du haben möchtest. Heißt, willst du eher so einen Messy-Style haben? Willst du das alles sehr ordentlich haben? Wenn du dir zum Beispiel Man-Bun machen möchtest, willst du den High-Bun, Low-Bun, Middle-Bun haben und diesen dann auch eher im Messy-Look oder eher ordentlich? Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Also falls dir es interessiert, wovon ich ausgehe, dann check das hier oben gerne mal aus. Wichtig ist einfach nur, dass du dir überlegst, welchen Style du favorisierst. Überleg diesbezüglich auch mal, was für einen generellen Klamottenstil du hast und passt vielleicht auch daran deine Frisur so ein bisschen an. So Leute, jetzt fasse ich diese 5 wichtigen Punkte nochmal kurz zusammen. Welchen Style willst du haben? Wie lange willst du deine Haare wachsen lassen? Was für eine Ausgangssituation hast du? Passt die Frisur zu deiner Gesichtsform? Und sei auf jeden Fall auf den negativen Bullshit vorbereitet. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an David Svetkovic. David, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, ja, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone und vielleicht wirst du dann beim nächsten Mal schon gegrüßt. Und die Nummer zum Community-Phone findest du in der Infobox. Ich hoffe, ich konnte mit meinem heutigen Video dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen, der sich vielleicht gerade in der Wachstumsphase befindet oder der sich gerade vielleicht überlegt, die Haare lang wachsen zu lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auf jeden Fall gerne einen Daumen, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall über euren Support freuen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, ja, beim Haare lang wachsen lassen. Macht's gut, haut rein, peace out.